So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Mit unserem Kings... Ja, scheißegal. Ja, scheißegal. Lange nicht mehr gespielt, lange nicht mehr online gespielt und ich würde mal sagen, wir wählen hier einfach mal den guten alten Stein! Ja! Scheiße. Endlich habe ich mal gewonnen. Erster! Leck mich. So. Ich glaube mal, im Multiplayer hier brauche ich nie viel rausschneiden. Singleplayer schneide ich aber wie verrückt raus. Oh, Alter, was ist das denn? Oh fuck. Oh, Alter. Du wirst rasiert. Nee, halt dein Maul, du wirst rasiert. Weil du mich erst nicht angreifen darfst. Ja. Yo, als ob. Nicht schon wieder, Junge. Doch, ein Fingermonster, du Lauch. Ich hab schon gesagt, ich rasiere dich. Ich setze diese Karte hier. Dann werde ich... Ja, welche Karte ist das denn? Dann werde ich diese Karte setzen. Und dann werde ich noch diese Karte hier setzen. Und dann werde ich meinen Part beenden. Ich sag jedes Mal meinen Part beenden. Okay. Ich werde dich nächste Runde angreifen, okay? Versprochen. Berolix. Okay. Komm, mach. Mach! Hau dich! Scheiße. Okay, gut. Müsste, glaube ich, reichen als Sachen, oder? Nur mal so. Ich opfer jetzt meine Karte, okay? Es befindet sich... Hä? Es befindet sich keine Zielkarte? Jetzt los. Okay, nö, ich habe nicht gerade kapiert, was da stand. Okay, dann kann man wegdrücken. Auch bei der Dason, komm. Naja, aber jetzt. Vielleicht ist ja doch was wichtig. Also ich bin dran, ja, okay. Ja, klar, du bist dran. Also, ist so verpeilt wie vorhin. Ach, ja, klar. Und, ach und ja. Weißt du was? Und weißt du? Ja, du kannst das Monster wiederholen oder was? Was ist denn? Ach ja, fuck mich am. Oh, das ist eine gute Karte. Ja, die nehme ich gern. Ja, die kommt auf mein oben bei mir aufs Deck. Ja, können wir einrichten. Ach so, jetzt kapiere ich das Ganze, was eigentlich das bedeutet. Ah. Und jetzt weißt du was? Das war immer eigentlich nur mein Notfallplan B. Ah! Naja, gut. Dir gerackt, ja? Was? 2800? Ah, muss man jetzt mal was machen. Dann werde ich einfach mal diese Karte setzen. Was ist das denn? Diese Karte hier setzen und werde mal meinen ganzen Zug mal wieder beenden, nicht wahr? Alter, mein Handy wird... Oh, das leuchtet doch wegen irgendeinem Scheiß, das nervt doch. Ja, schön. Schön, interessiert mich. Oh Leute, wir werden sowas von verlieren. Wir spielen gerade gegen ein Empfängerdeck, also. Kann man nur verlieren. Guck mal, wie viel Schaden ich jetzt mache. Ja, warum auch nicht? Also, möchtest du mich angreifen? Ja. Du möchtest mich angreifen? Deine Chance gewesen. Ich aktiviere diese Karte hier. Effekt aktivieren und sag Wiedersehen auf deine wunderschöne Karte. Nicht wahr? Ah. Ah gut, ich habe noch einen Plan Z. Plan C. An dem Moment ist es ja ein normales Spiel und kein Deck, kein Duell der Schatten. Kein Schattenduell, so. Ja, schaust du immer noch Yu-Gi-Oh! Oder was? Nein, aber das kennt man von damals. Ich habe die erste Staffel habe ich geguckt und in der zweiten Staffel bin ich rausgewachsen. Also hier bei Yu-Gi-Oh! GX bin ich dann langsam rausgewachsen. Ich habe mir noch das mit den scheiß Synchro-Ding angeschaut und da war für mich ein Feierabend. Ich habe keine Ahnung, was diese blau und rote Ding da heißen soll. Da gibt's Karten dafür. Ich weiß, das kapiere ich bis jetzt auch noch nicht. Aber die Karten schauen cool aus. So, gucken wir mal, was ist denn der Effekt von dieser wunderschönen Karte? Weiß ich nicht, kannst du ja vorher durchlesen. Ja. Ah. Aber das ist irgendwie voll die Enttäuschung ein bisschen. Die Karte für 20 Euro hätte ich schon ein bisschen mehr erwartet, ne? Ach, das ist doch eigentlich schon okay. Du hast recht viel Spaß, also. Ja. Ja, ich will ja bloß online spielen, aber die Karten sind nicht animiert. Das ist der Scheiß. Das finde ich doof. Das wäre richtig geil. Also so ein richtiges. Ich habe auf mein Nintendo DS hatte ich Yu-Gi-Oh! Und selbst da waren die Monster animiert, also bitte. Ja klar. Aber überleg mal, du hast hier so viele verschiedene Monster, wie viel du hier eigentlich jetzt animieren müsstest.
Ja, und? Ich find's schon mal Mit geil, dass 20 ein Euro? paar. 20 Euro hätten sie Zeit Ach, genug gehabt. nee, für 20 € ist das ist eigentlich gar nichts für ein Spiel. Ich hätte meinetwegen auch schon fast 60 € bezahlt mit animierten Monsters Ja, und ein bisschen mehr Inhalt. Dann wäre das das ist schon es geil. ja. Also 60 € müsstest du mindestens dafür hinlegen, um überhaupt richtige Animationen rauszubringen dafür, bestimmt, Aber ich locker. könnte jetzt einfach, als ob du mich nicht angegriffen hast. Danke. Kennst du noch das Prinzip von Empfängermonstern? Ach, leck mich doch. Ach, es ist so geil. Es ist ein. Oh, oh, Damit oh, sein oh. Shit-Empfängermonster. Ja, wieso sollte man nicht die stärkste Decke aller Zeiten haben? Zwei, Oh, 6. sieben. Oh. Da. Also, du kannst mich ja gar nicht mal angreifen. Mal gucken, was passiert. Ja, was passiert jetzt? Jetzt, jetzt. Leider nichts. Oh. Hey, immer wieder enttäuscht du mich. Ich Immer weiß. wieder. Immer wieder dasselbe mit dir. Ich weiß. Ja, klar. Was das denn gerade? Kopfgegierscherbe. Ja, vor dieser Monster-Yu-Gi-Oh! Gibt's wirklich. Scheiße, hier, komm. Was? Wir sagen, was das ist. Ja, kann ich dir gerne sagen, bringt mir aber nicht viel. Ja, aber wirklich diese Animation, das wäre schon, das habe ich ja damals geliebt gehabt, die ganzen Sachen. Meine Lieblingsteile von Yu-Gi-Oh! Damals war wirklich, wo die in dieser einen großen Karte waren, dort verschwunden sind, das war Und richtig ein dann Ende. konnten die so durch Kapseln so Monster beschwören. Genau! Das liebe ich auch so sehr. Ey, Das das ist war so so geil. geil, du musst dein Part beenden, deine Runde. Aber ich habe vergessen, aber ich habe schon angegriffen, Ich stimmt. kapier bei dieser Karte nicht die Defense, das kapiere ich nicht. Bei mir? Nee, bei mir. Hey, Ja, warte das mal, ist stopp, krank. stopp, 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 Nee, stopp. nee, mach jetzt weiter rum. Die ist ganz noch zu Hause. Naja. Karte hebe ich wieder auf. Dann, 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 dann. Ist da mit epischer Musik drin. Alter. Alles mit epischer Musik unterstreichen, okay? Ja. Kommt Ja. ja nicht schon im Weil, ja, Hintergrund, sonst wäre also. es ja richtig langweilig, ja. Okay, dann machen wir eben das. Okay. Okay, gut. Ich hab's kapiert. Also jetzt kannst du gerne mal probieren, mich anzugreifen. Mal gucken, ob du es riskierst. Are Und die risky, are bye. und dieses Mal bist du nicht enttäuscht von mir, sage ich dir jetzt schon. Okay. Dein Ernst? Dein fucking Ernst? Was bist? Dein scheiß fucking Ernst? Alles klar. Ja, richtig. Alter, du kannst mich mal. Aber dass deine Karte nicht zerstört wird, also die eigentlich müssten die doch zerstört werden Nein, wegen die haben 1000. genau gleich viele Sachen. Ja So. eben, eigentlich werden die dann doch Die haben die gleichzeitig. gleiche Abwehr und Angriff. Also, mein Angriff ist genauso viel wie deine Abwehr, also kann ja nichts passieren. Ne, doch eigentlich. Sonst, hä? Aber wenn man die Karte zerstört, da hast du auch manchmal, wenn die gleiche, irgendwas gleich ist, dann. Och ja, Das wird mir nicht springen, das bringt mir doch nichts. Ach, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das einfach, weil wir Ach einfach. nein, jetzt kommt schon, Weil nein. wir machen das Gar kein einfach. Bock, Mann, nein. Wir machen das einfach, obwohl es überhaupt. Es bringt überhaupt nichts. Warum machst du es dann? Ja, ach, der macht wieder die Scheißfusion, die bringt gar nichts. Ich weiß, weil wir beide Die ist so 2000 immer. unnötig, ich Ja. weiß nicht, ob er auf die Idee gekommen ist. Eigentlich ist die ja ziemlich geil. Ja, aber die macht nicht so viel Schaden wie der weiße Drache, als ist er unnütz. Ja, irgendwie schon. Du kannst aber zwei normale Monster musst du nur auf der Hand haben und die Komm, greif mich beschwören. an. Greif mich an, dann kann ich dein Monster endlich zerstören. Komm jetzt. Überlegt, ob das ein Bluff ist oder nicht. Diese Karte kann nicht durch den Kampf zerstört werden, außer durch Kampf mit einem normalen Monster. Nein, Scheiße. Ja, okay, nice. Also die Karte bringt doch was. So, deine Karte wäre erstmal da drüben zerstört, oder? Genau. Nein! Wow. Das bringt so viel. Ah! So. Ah, jetzt reicht's mir! Nein! Och! Du kannst nicht mal am Arsch! Es ist einfach nur zu geil. Oh, du kannst mich mal. Direkter Angriff. Aha. Wieso tust du mir das an? Klassischer Fall von Instagram.
Aber ich muss ja wieder. Ja. Vergesse ich immer wieder. Also, jetzt brauche ich Herzerkarten. Ja, kannst du gerne machen. Ich sag dir auch gerne, was ich jetzt für eine Karte habe. Das sage ich dir auch ganz gerne. Und zwar habe ich Doppelbeschwörung bekommen. Hey! Hey, warum konntest du jetzt eine Karte legen? Ja, hat mir die Zauberkarte erlaubt. Die war so gnädig. Ach so, du kannst setzen. Ey, ich kann es ja jetzt erzählen. Ich habe nämlich verloren. Ach, ich warte. Weil sonst machst du wieder... Das habe ich nämlich schon vorhin gehabt. Da habe ich jetzt echt keine Lust Oh, drauf. oh, oh, ja. Es ist krass. Das ist Jetzt richtig mach mich nice. einfach fertig, damit ich den Part zu Ende Nee, machen. Ey, da kann ich ich den will Part schon noch... was Gescheites hier machen. Oh, da kann ich den Part beenden. Nein. Mann! Greife ich selbst dann mit dieser Karte? Wow. Und jetzt für 100 tust du ihn noch Und beende fusionieren. mein Zug. Ich sagte, Empfängermonster sind OP. Ja, geil. Hier. Oh. Das Spielchen kann ich auch. Ja, dann mach mit. Ich kann nichts machen. Ich kann einfach nichts machen. Muss auch mal warten. Ja, leck mich am Oh, was ist das denn? Arsch. Warum ist das denn so ein Monster? Weiß ich nicht. Ah, diese Schmerzen. Kennt dein Ich hatte Genitalbereich. Fusion. Ich hätte ein 5er Monster beschwören können. Ich hätte zwei Karten gleichzeitig zwei Monster legen können. Staubtornado und wieder diesen scheiß Krieger, der sich in der Verteidigung legen kann. Soll ich sagen? Ah. Ja, du hast gewonnen, leck mich. Nein. Man lernt aus seinen Fehlern. Welche? Ja, du hast gegen mich gespielt, das war dein Fehler. Ja, wenn wir ja nochmal sehen, wenn wir jetzt nochmal eine Runde spielen. Okay, wir sehen uns 3 Jahre, okay? 3 Jahre, dann Okay, spielen wir wieder. Leute, wir sehen uns in 3 Jahren wieder. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt mir noch, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal. Oder schaut wieder keiner zu, also. Ich weiß. Nee, doch, Multiplayer, vielleicht dann doch. Oh, Nein. das kann sein. Ciao.